Der Präsident als Trainer, man ist sich vieles gewohnt von Christian Constantin. Trotzdem, dieses Bild ist noch etwas gewöhnungsbedürftig. CC, der eiserne, verdienstvolle Spieler im Gegenwind. Salatić, Galitos oder Gekas sitzen heute vorerst nur auf der Bank. Die Grasshoppers mit dem besseren Auftakt und der ersten Freistoßmöglichkeit in der vierten Minute. Kim Källström. Mitrjuschkin verhindert den frühen Rückstand. Diese Szene bleibt das Highlight in einer verhaltenen Startphase. Das Heimteam engagiert, bemüht, aber ohne zündenden Ideen. Doch dann schickt Gaio Camberi. Der junge Florian Camberi lässt die Kaltschnäuzigkeit vermissen. Die Reaktion von Mitrjuschkin verdient allerdings auch Anerkennung. Und während sich Camberi noch über die vergebene Möglichkeit ärgert, lancieren die Siedener den direkten Gegenstoß. Fernandes nicht im Abseits. Das ist Bia. Und das ist das Führungstor für den FC Sion. Das Heimteam wird in der 16. Minute nach allen Regeln der Kunst ausgekontert. Applaus vom Präsidenten für den Trainer. Die Partie in der Folge ausgeglichen, der Grasshopper Club insgesamt mit dem etwas gepflegteren Spiel, aber in vielen Situationen agieren die Hoppers auch umständlich und lassen den direkten Zug auf das gegnerische Tor vermissen. Andersen auf Källström. Der Schwede ist auch heute wieder eine wichtige GC-Stütze. Die Zürcher vorne ohne Durchschlagskraft und in der Defensive passt definitiv auch einiges nicht zusammen. Großes Durcheinander vor dem Seitenwechsel. Meng schaufelt den Ball Richtung Würstchenbude. Es bleibt beim 0:1 nach 45 Minuten. Der Präsident stellt fest, bislang hat der Trainer alles richtig gemacht. 4.800 Zuschauer hoffen auf ein Fußballspektakel nach dem Seitenwechsel. Gezeigt wird aber trostlos gegen harmlos. Es passt auf beiden Seiten überhaupt nichts mehr zusammen. Diese Aktion von Rich Munsi steht stellvertretend für eine schwache zweite Halbzeit. Die Schlussphase allerdings wird turbulent und entschädigt für die zuvor gebotene Magerkost. Die Siedler kontrollieren das Geschehen und verpassen 10 Minuten vor Schluss die Entscheidung. Bamert putzt den Ball noch vor der Linie weg. Die Grasshoppers ohne Ideen und Selbstvertrauen. Es droht die vierte Meisterschaftsniederlage in Serie. Lavanchy auf Tabakovic. Die Siedler reklamieren eine Abseitsposition. Doch der Treffer zählt. Alles korrekt. Das unerwartete GC-Glück in der 84. Minute. Ende gut, alles gut. Eine Punkteteilung wäre leistungsgerecht. Aber aufgepasst, noch einmal die Gäste. Fernandes setzt den Ball an den Pfosten. 86. Minute. Aus Langeweile wird plötzlich ein Krimi. Die letzten Minuten ein offener Schlagabtausch. Källström, Munzi. Die Sion-Abwehr völlig von der Rolle. Das nützt Gaio zum 6. Saisontreffer in der 87. Minute. 2:1. GC dreht eine verloren geglaubte Partie. GC Sion 2:1. Man darf gespannt sein, was in den nächsten Tagen an der Siedener Trainerfront passieren wird.